Ja, das geht weiter mit Chaos, Korruptionschaos bei Samsung. Der Chef im Knast verschachtelt das Firmenkonglomerat, das man da sehen. Das hat Samsung für mich immer ein ganz, ganz schwieriges Unternehmen. Das wird von einem Familienclan geführt. Es muss nicht immer sein, dass immer die Mitglieder einer Familie die geeignetsten sind, ein Unternehmen zu führen, dass man da weltweit keine besseren findet, als ausgerechnet die aus der eigenen Familie. Wie gesagt, ein Firmenkonglomerat, bei dem man überhaupt nicht mehr durchblickt, wem da was gehört, was die eigentlich genau machen und wie es zusammenhängt und was die gerade produzieren. Korruption, Bestechung, das sind hier die Themen. Wie gesagt, der Mann ist im Knast, führt jetzt das Unternehmen mehr oder weniger aus dem Gefängnis heraus. Ist in Korea immer wieder mal der Fall gewesen. Die Präsidentin Park wurde ja ihres Amtes enthoben. Der will man hier mit dieser Bestechung, Korruption auf die Pelle rücken. Also das sind Themen, man gewöhnt sich dran, ob das in Korea ist, wo das mittlerweile fast zum guten Ton gehört, oder auch in anderen großen Konzernen. Es ist halt so ein verrottetes Elitensystem wie unter Ludwig dem 14., wo jeder, wenn er groß genug ist, macht, was er will, und beim Kleinen schlägt man zu und den Großen, naja. Aber wie gesagt, es kommt ja immer wieder mal auch zu solchen seltenen Momenten, wo solche Großen auch dann tatsächlich vom Kadi landen. Ich weiß nicht, wie viele Betrügereien wir bei den Banken gesehen haben hier in Europa und Amerika und wie viele davon sind hinter Gittern gelandet. Ich glaube, das lässt sich an der Hand abzählen, und dann waren es irgendwelche Bauernopfer. Vielleicht braucht es auch, wie unter Ludwig dem 14. oder später, vielleicht doch irgendwann auch mal einen Aufstand aus der Straße. So von oben herab wird es wohl schwierig werden, aber das steht für die nächsten Jahre nicht zur Debatte.